Servus, ihr Romaniacs. Hier ist der Sean. Ich begrüße euch zurück zur Folge 2 von Rocket League. So, und wir wollen heute mal ein paar Online-Matches reinspringen. Das hat ja bei meinem ersten Angespiel zum Spiel nicht geklappt. Und ja, ich hoffe, das läuft heute ein bisschen besser. Man muss sagen, die Server sind mittlerweile wirklich einigermaßen pfiffig. Und deswegen zeige ich euch auch tatsächlich das Matchmaking, einfach mal zu zeigen, wie schnell man mittlerweile Partien vermittelt bekommt. Beim letzten Mal war es ja so, man hat ewig gewartet. Und ihr seht, selbst hier, das hat jetzt keine 15 Sekunden gedauert und wir sind in einem 3 gegen 3 Match schon drin. Oh, wir werden aber in eine laufende Partie reingeworfen. Das finde ich nicht ganz so schön. Oh, 4 gegen 4 ist das hier sogar. Das heißt, wir haben das ultimative Chaos. Na gut, mal gucken, ob wir hier direkt zum Vorlagengeber werden können. Ja, 4 gegen 4 ist tatsächlich Chaos, was ich online in der Regel häufig gerne vermeide. Weil das zu abgedreht ist. Was ist Sonne 3? Ne, 4 gegen 4 ist es. So. Ah, da hat sich einer den Orb geschnappt. So, ich gebe dir das Ding mal schön in die Mitte. Ja, einen schöneren Pass konnte man gar nicht geben. Jetzt müssen die Jungs auch was draus machen. Ja, sehr schön. Nach meiner Vorlage das Ding schön reingezwiebelt. Und wie gesagt, ich glaube, in dem ursprünglichen Spiel, was ich euch gezeigt habe, übrigens, jetzt läuft das Video, wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich in 60 Frames per Second. Ich hatte beim ersten Video bei der Aufnahme tatsächlich einen Fehler. Das fiel mir dummerweise erst in der Verarbeitung auf. Also Online-Komponente funktioniert jetzt ohne Probleme. Das war anfangs ja wirklich ein großes Problem und ja, wurde jetzt glücklicherweise endlich behoben. Zumindest auf dem PC. Ich weiß nicht, wie es auf dem PS4 aussieht. Oh, 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 oh. Ach, schade. Aber hier auf dem PC, ihr seht, wie schnell das Ganze mittlerweile vermittelt ist. Also da gibt es keinen Grund, sich irgendwie zu beschweren. Lass es mal 30 Sekunden sein, die du auf dem Match wartest. Lange dauert es in der Regel gar nicht. Also es läuft wie ein Döpken und genau das will man natürlich von so einem Spiel. Ich meine, es ist so. Ich habe schon mal Fast Food genannt. Und oh nee, das ist aber ganz gefährlich, was du machst, Kollege. Also vom Tor vorbeispielen ist immer ganz gefährlich. Ich meine, die Matches dauern 5 Minuten, wenn es nicht zur Verlängerung geht. Also das ist schnell rein. Man hat immer irgendwie Zeit für ein Match. Ich finde, man hat viele Designentscheidungen getroffen, die relativ wichtig waren und richtig waren. Könnte jetzt mal einer das Ding. Ach. Habe ich extra gewartet. Ach, da dreht mich der eigene Teamkollege ab. Mann. Der kam doch so schön mit. Oh, der kommt schön, der kommt schön, der kommt schön. Ah, damn it. Ja, warte. Drehen wir eben. Ach. Dass wir das Ding irgendwie in der Mitte wieder kriegen. So, da ist er doch. Oh, der kommt schön, der kommt sehr schön wieder. Ja, und gerade bei diesen 4 gegen 4 Partien. Schön abgewehrt. Gerade bei diesen 4 gegen 4 Partien kommt es in meinen Augen so sehr auf Teamplay an. Das unterschätzt man in den ersten Minuten fast ein wenig. Ist natürlich hier kaum gegeben, weil wir keine Kommunikation jetzt untereinander haben, aber. Wenn die Kommunikation da wäre, dann würde man wirklich. Also ich habe das. Die Momente, wo ich wirklich mit Freunden gespielt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass es wirklich einen Ausschlag gegeben hat. Wenn wir sagen konnten, okay, alle jetzt zurück, alle nach vorne, ich gehe auf den Ball drauf, ich gehe nicht auf den Ball drauf. Boah, ich werde hier aber von links nach rechts geschoben gerade. Das Ding rausbringen, ey. So. Ja, man merkt natürlich, gerade Partien mit vielen Mitspielern sind in der Regel die Partien, wo deutlich weniger Tore fallen als zum Beispiel in einem 2 gegen 2 oder 1 gegen 1. Ich habe so das Gefühl, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gerade in diesen Partien mit weniger Spielern fallen viel mehr Tore teilweise, weil ein Team natürlich deutlich stärker sein kann. Hier ist so ein Chaos, dass du teilweise deine eigenen Teamkollegen hast du ja im Weg. Ach, ärgerlich. Oh,
Das bloß nicht noch einfangen. Bloß nicht noch einfangen und nicht zu defensiv spielen, liebe Kollegen. So, raus damit. Ach, aber zumindest einen zerstört. Oh, 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 oh. Wenn der reingeht, dann ist mein Fehler. Oh Gott, das wäre jetzt tatsächlich mein Fehler gewesen, weil ich da so reingesprungen bin. Ah, es geht ein Sudden Death, geht das. Wenn jetzt nicht noch was passiert. Oh, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Oh, es ist ganz gefährlich. Oh, das. Da bin ich auch nicht dran gegangen jetzt. Das war mir zu gefährlich. Gerade wenn der vom Tor ist. Weil der geht so schnell mal rein. Okay, Nachspielzeit. So, jetzt bloß kein Fang. So, erstmal weg hier. So ein bisschen in Richtung Mitte. Ach. Oh, das wird wieder gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Das ist ein Tor. Oh, ja. Da weißt du schon. Also, es ist eigentlich fast eine relativ gute Taktik, wenn der Ball versucht, von außen durch die Kurve vors Tor zu spielen. Da muss man eigentlich nur reinschieben. So. Ich vermute, so fallen die meisten Tore in Rocket League. Ach, ärgerlich. Oh, ich habe hier was Neues, was Neues für die Antenne freigeschaltet. Mal gucken, ob alle für eine Revanche sind. Ich stimme jetzt mal ab. Ja, da gehen die ersten schon raus. Wisst ihr was, dann gehen wir auch mal raus und machen noch ein 2 gegen 2. So ein bisschen kontrollierteres Chaos. Wo man, hoffe ich, zumindest ein bisschen mehr Kontrolle über das hat, was passiert. Was natürlich, wie gesagt, bei einem 4 gegen 4 kaum der Fall ist. 3 gegen 3 geht teilweise sogar noch, da hat man ein bisschen mehr Überblick. So, und auch hier, ihr seht, Matchmaking rasant schnell und wir sind schon drin. Das Match ist auch schon wieder losgegangen. Oh Gott, wir haben schon das erste Gegentor gefangen. Da habe ich tatsächlich Pech jetzt. Ist der berühmte Vorführeffekt, dass ich hier in Partien reingeworfen werde, die schon laufen. Polen. Ja, nicht behaken hier, Teamkollege. Manchmal lohnt es sich auch, die Kamera tatsächlich umzuschalten, weil wenn man die auf den Ball konzentriert lässt. So, jetzt hier mal raus. Ja, jetzt sauber. Sauber. Da müsste ich sogar eine Vorlage für kriegen, genau. Tor von GM. Guck dir das mal an. Da sehen wir gar nicht. Doch. Da sehen wir es. Ja, so läuft's. Ich finde, 2 gegen 2 ist immer noch der beste Modus für Teams. Und ich hätte tatsächlich Bock mit euch. Ich habe es schon im ersten Video erwähnt. Tatsächlich Bock mit euch, so eine Liga aufzuziehen. Das Problem an der Sache ist, oh, der geht rein. Sehr schön. Das Problem an der Sache ist, die meisten hatten uns im ersten Video schon geschrieben, dass sie Bock auf die PS4-Version haben. Kann ich verstehen, die gibt es ja kostenlos momentan. Ich spiele aber selbst auf dem PC und ich habe keinen PS Plus momentan, dass ich sagen könnte, hey, wir wechseln auf die PlayStation. Deswegen, also wie gesagt, wenn es PC-Spieler gibt, die echt Bock auf so ein Liga mäßiges System hätten, weiß ich nicht, 1 gegen 1, 2 gegen 2, also da kann man ja eine Menge raus machen. Je nachdem, wie viele Mitspieler wir haben, dann wirklich mit wöchentlichen Matches. Ich hätte so einen Bock drauf. Ja, dann sagt einfach mal Bescheid, weil dann leite ich was in die Wege. Vielleicht kann ich ein paar andere Streamer noch dazu motivieren, dass man wirklich ein großes Kader am Ende hat. Oh nee, das... Ah, schade. Dachte, ich könnte ich noch abstauben.
Ja, die haben jetzt einen, der hinten mauert. Ist natürlich eher doof, um ganz ehrlich zu sein, bei so einem Rückstand. Da müssen tatsächlich alle nach vorne. In meinen Augen zumindest. Aber der kommt schön wieder in die Mitte rein. Der kommt schön in die Mitte rein. Und da ist das Tor. So wird's gemacht. Ja, genau das, was ich vorhin schon erwähnte. Der Ball kommt von außen und du wartest schön und schiebst den rein. Noch schön Abwehrspieler ausgetänzelt. Dann noch schön abgefälscht. Oh, der geht ein bisschen da. Ah, okay, da stand eh einer. Ein bisschen Drall hinter den Ball gebracht. Ja, und das war natürlich... Oh, ich habe den eigenen Spieler... War das mein eigener Mitspieler? Nee, Legendex war das. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass wenn du jetzt nicht mit Spielern spielst, die du kennst, oder nicht mit Skype spielst, ja, oder irgendein anderem Device, mit dem ihr kommuniziert... Ach, schade. Mit dem ihr kommuniziert, dass du einfach manchmal nicht weißt, in welchem Moment steckt wer zurück. Ja, sauber. 5:1. Mein Gott, wir schlachten die ja hier förmlich ab. Anders kann ich das nicht sagen. Und es sind noch 2 Minuten, also kann noch einiges passieren. Ach, schade. Nicht hoch genug gesprungen. Nein, 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 nein. Ah, na gut. Ein Ehrentreffer gönnen wir ihnen. Bisschen Boost mitnehmen. Der könnte nämlich ganz gut kommen. Yes. Und das war ein Tor mit Überschlag. Da habe ich den Salto von Klose schon vorweg gezeigt. Mein Gott, 6:2. Die Jungs tun mir schon fast ein bisschen leid. Das ist ja hier fast Deutschland-Brasilien. Oh, oh. Ja, sauber. Da ist noch einer drin. Da hat GM noch eins gemacht. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Gucken wir uns jetzt mal an. Oh, von der Torlinie aus. Wow, das war ein richtig schönes Tor. Holy moly. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem bei 2 gegen 2. Beim 3 gegen 3, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, ist so viel Chaos, dass solche Situationen mit so einer Überzahl, finde ich persönlich selten passieren. Hier bei 2 gegen 2, wenn du da ein Team hast, was dem anderen Team so ein bisschen überlegen ist, dann... kann man so einen Vorsprung relativ leicht ausbauen. Man sieht es ja hier. Also, das ist ja hier ein Schlachtfest. Also, die haben auch in keinster Weise eine Möglichkeit, ranzukommen, weil wir das Spiel momentan so dominieren. Das passiert in einem 3 gegen 3, in meinen Augen, oder 4 gegen 4 eher weniger. Da stelle ich mal ganz kurz ins Tor. Ja, das wäre natürlich jetzt so ein Moment, wo ich ihm hätte sagen können, wenn wir kommunizieren würden. Hey, geh mal raus. Komm, eins mache ich noch. Eins geht noch. Machen wir mal die 10 voll, oder? Wie seht ihr das? Ja, im richtigen Moment vom Gas gegangen, dann nochmal nachgeschoben. Aber sie haben noch Bock. Das sagt ja auch einiges über das Spiel aus. So, schön abgefälscht. Bisschen Drall nach vorne. Oh, ja, danke. Oh, 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 oh. Ja, da ist das 10. Also 10 Punkte für ein Team habe ich tatsächlich bisher noch nicht erlebt. Ich habe schon viel Rocket League gespielt, aber dass ein Team mit 10 Punkten geführt hat, das erlebe ich tatsächlich zum ersten Mal.
mega. Einfach nur mega. Oh, der kommt schön, der kommt schön. Ah, schade. Aber der Kollege macht nur eins, oder? Nee. Na gut, man soll auch nicht übertreiben. Oder? Macht er doch noch eins? Oh! Das war knapp. Das war sehr knapp. Wenn er es einmal rüberschießen würde. Nee, das war's. Gut, man sollte nicht enttäuscht sein. Mit dem Stand von 10 zu 2 sollte man tatsächlich nicht unbedingt enttäuscht sein, würde ich sagen. Und, oh, ich habe den A-Team-Van freigeschaltet. Sehr cool. Ja, wenn ihr mehr von Rocket League sehen wollt, dann geht in die Kommentare, sagt Bescheid. Die Jungs wollen sogar eine Revanche. Ja, die sehen schon aus. Na gut, dann gehe ich auch raus und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.